Im Rahmen der geplanten Cannabis-Legalisierung der Bundesregierung und da ich persönlich bisher nahezu gar keine Erfahrungen mit Kiffen gemacht habe, werde ich in diesem Video heute zum ersten Mal in meinem Leben medizinisches Cannabis rauchen und schauen, wie sich der Konsum auf meinen Körper auswirkt. Das Ganze allerdings natürlich unter ärztlicher Aufsicht und in einem abgesteckten Rahmen. Also fangen wir nun erstmal mit einem medizinischen Vorab-Check-up an. Hey Luca, freut mich. Hi. Volker, bin hier Allgemeinmediziner im Kölner Süden. Wir machen lieber vorher so ein paar kleine medizinische Checks. Kleine Blutgasanalyse, wie ist der Sauerstoffgehalt im Blut, wie ist CO2-Gehalt, wie sind die Elektrolyte, die Blutsalze. Wird einmal ein EKG schreiben, einmal die Lungenfunktionen checken, einfach gucken, ob die wesentlichen Organe, ob die okay sind, ob ich denke, dass du das rein organisch verkraften wirst, um dann ja, einfach okay geben zu können. Der Test kann laufen. So, ich messe erstmal einen Blutdruck. Muss ich irgendwas machen? So, das ist das. Ruhig sitzen, nur Blutdruck. 130,80, das ist gut. Jetzt machen wir mal die Sauerstoffsättigung und den Puls. 97 und Puls ist 75. Das ist auch noch sehr gut. Dann fangen wir jetzt mit der Lungenfunktion an. Mit Minecraft-Diamanten in unter 5 Minuten finden, tief oder? Tief ein und fester aus. Weiter. Oh nein. Okay, das war's schon, danke. Dann machen wir jetzt das EKG. Das heißt, ja, einmal das T-Shirt dann hochnehmen. Ich glaube, wenn ich in diesem Raum kiffen würde, das erste, was ich machen würde, wäre die ganzen Löcher an der Decke da zählen. Das sind so viele. Jetzt geht einmal hier drauf drücken, dann kann ich es jetzt festkleben. Sandra macht Auge, weil die ja, Abi nicht Ich habe hier die Ergebnisse, muss sagen, komplett herzgesund, alles super und von der entsprechenden Versorgung des Blutes mit Sauerstoff, Kohlendioxid, es gibt keine Einschränkungen. Ich habe normale Elektrolyte für dich und sag mal, medizinisch sollte dem nichts entgegenstehen, also organisch. Dann geht's jetzt los. Und dann habe ich jetzt zum ersten Mal medizinisches Cannabis konsumiert. Ich rauche. Boah, das ist viel. Ja, ich bin so am Spucken, ist das normal? Wo unterscheidet sich jetzt eigentlich das Cannabis aus der Apotheke mit dem, was man auf der Straße bekommt? Über die Apotheke abgegebenen Cannabissorten sind sehr klar definiert. Die werden unter sehr streng kontrollierten Bedingungen angebaut, meist in sehr professionellen Farmen und dann auch entsprechend in reinster Form. Man hat auf jeden Fall keinen Verschnitt. Man kann sich nie 100% darauf verlassen, aus welcher Pflanze, aus welcher Kultur das, was man so auf der Straße kauft, kommt. Bin mir relativ sicher, dass man jetzt bei so einer Pflanze nicht unbedingt ganz viel falsch machen kann, aber ich denke, wenn wir hier schon eine Verordnungsmöglichkeit haben und die Apotheker das entsprechend sauber abgeben, hat das auf jeden Fall große Vorteile, wenn man das Originalpräparat auch nutzt und nicht einfach irgendwas aus dem Coffeeshop, wo man nicht so 100% weiß, wo das herkommt. Ich bin jetzt gerade in diesem State, dass ich so sage, boah, eigentlich müsste ich noch ein bisschen mehr nehmen, glaube ich, damit ich noch so mehr die Erfahrung habe. Aber ich habe das Gefühl, das kommt ja auch noch. Ich würde jetzt erstmal aufhören, ich habe jetzt circa die Hälfte von dem, was wir haben, ne? Er grinst schon. Ich habe jetzt überlegt, weil ich merke jetzt gerade so die ersten Symptome, oder wie sagt man das? Dass ich so ein bisschen, dass ich so alles so langsamer ist, so ein bisschen. Dass ich auch so eigentlich die ganze Zeit so reden möchte und irgendwie gefühlt nicht auf den Punkt komme, habe ich so das Gefühl. Ich denke mir jetzt gerade, wenn ich jetzt noch mal weiter rauchen sollte, ob das dann eher noch, okay, jetzt noch näher kommt, Bro. Der kommt immer näher. Ob ich das jetzt erstmal so lassen sollte oder ob ich jetzt weiter rauchen sollte. Weil es vielleicht dann kippt, ja, so ist das jetzt nur so ein halb angenehmes, aber komisches, genau, Gefühl, bevor es in die falsche Dimension abgeht. Für das Gefühl wird es wahrscheinlich jetzt schon reichen, um was zu beschreiben, dass einfach die Reaktionsfähigkeit langsamer ist, dass man so den Bedarf hat, sich ständig mitzuteilen und irgendwie... Ich muss schon wieder spucken, es tut mir so leid, aber das ist so viel. Ist es normal, dass sich das so im Mund ansammelt? Das ist ein vegetatives... Hypersalivation. Hypersalivation. Was könnte schlimmstenfalls passieren, wenn man eine Überdosis... Übelkeit, Erbrechen kann jetzt das Maximum sein. Also, dass jetzt irgendwie eine komplette Herz-Kreislauf-Entgleisung oder irgend so eine dramatische Sache, das kann ich mir nicht vorstellen. Also die sind ja auch so dosiert, diese medizinischen Applikationen. Da ist jetzt nicht so viel drin. Hat ja auch mit der Dosis zu tun. Ich denke, richtig viel passieren kann nicht, aber
Ich glaube, du merkst schon genug. Also es ist gerade so ein Gefühl wie... Ja, ich kann es nicht beschreiben. Es ist nicht so, wie wenn man angetrunken ist. Das war ich ja schon ein paar Mal. Irgendwie glücklich. Ja, aber jetzt gut drauf aufpassen. Ne? Also wenn jetzt auf den Becher oder auf ihn? Nee, auf ihn. Weil jetzt, wenn die Schwelle überschritten ist, so ein bisschen die Selbstkontrolle auch... nicht mehr ganz da. Man, auf was muss ich jetzt achten? Ich glaube, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo man selber gar nicht mehr so gut auf sich achtet, weil man eben, man wird mutiger, man kriegt die Gefahr nicht mehr so richtig eingeschätzt. Das ist ja auch das, was es dann so für die jüngeren Konsumenten eher gefährlich macht. Aber wenn die Hirnreife noch nicht ganz abgeschlossen ist, dann kann das auch mal in die falsche Richtung laufen. Also wichtig ist jetzt nicht total abzudrehen. Gut, wenn jetzt noch ein paar dabei klar, sind, auf ihn aufpassen. Weil wie gesagt, das Entscheidende ist, dass man irgendwie so die Schwelle für die Gefahren nicht... Ich kann überhaupt nicht folgen gerade irgendwie. Ja, auch das ist typisch. Wir haben zugehört und wir passen auf dich auf. Also ich fahre jetzt offensichtlich kein Auto oder nehme irgendwie am Straßenverkehrsteil, um Gottes Willen. Das ist genau der Grund, warum man dann eben auf keinen Fall mehr am Straßenverkehr teilnehme. Typische Situation, angekifft mit diesen E-Rollern zu fahren, das ist ein Harakiri-Kommando. Man merkt auch an den Augen so, dass dem Gespräch nicht mehr so richtig gefolgt wird. Nee, ich finde es gut, ne? Mir geht's unfassbar gut. Das ist eine dauerhafte Energie, die hier durchgeht. Dadurch, dass ich nach vorne gehe, gehe ich wieder nach hinten. Oder? China. Wusstet ihr, dass die chinesische Mauer 10.000 Kilometer lang ist? Und entgegen des Irrglaubens, dass man die chinesische Mauer aus dem Weltraum sehen kann, kann man sie nicht mal von der ISS sehen. Da denkt man noch, mein Content ist Abfall. Aber es ist tatsächlich heute ein edukatives Video. Komm, ich gebe euch eine Ozoninfusion nebenan. Weiß nicht, was das ist, aber gut. Was soll ich dir sagen? Ich bin halt völlig zugedrückt. Wir gehen jetzt einkaufen und dann kochen wir bei mir. Aber ich habe noch nicht so krassen Heißhunger auf irgendwie ungesunde Sachen. Ich habe eigentlich am meisten Bock auf so frisches Obst, Gemüse. Sowas holen. Boah, ich könnte eigentlich alles hiervon gerade essen, ne? Also for real, das hätte ich echt nicht gedacht, dass man so einen krassen Heißhunger hat. Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass ich so keinen angucken will. Also wenn ich so Leute sehe, gucke ich so auf den Boden. Nicht, weil ich mich fühle, als ob ich was falsch gemacht hätte, aber ich will nicht, dass sie meine Augen so sehen, weil ich sehe schon krass verklatscht aus, glaube ich, oder? Übrigens, wenn ihr nicht wisst, was ihr kochen wollt, schaut einfach mal in solchen Regalen. Da kann man sich so kranke Rezepte bei holen. Bandnudeln mit Lachs, die todesgeil aus. Bei den Nudeln hast du halt das Geile, dass die Soße mehr gehalten wird. Mach mal mit denen hier. Auch ganz geil, so Muschelnudeln, da ist dann so ein bisschen Soße drin. Es kann auch geil sein, glaube ich, mit solchen. Supermarkt Hall. Wir haben Blätterteig-Käppchen gekauft, weil ich einfach Bock hatte. Ich habe die als Kind mal gegessen, mit süß-saurer Soße übrigens von McDonald's. Wir haben Garnelen gekauft, Blattspinat, bisschen Nudeln, bisschen so Sahne. Ja, ab ins Auto mit dir. Oh, das ist für mich schlimmer als für dich, Alter. Wenn denn Cannabis verschrieben wird, wofür wird es denn eigentlich verwendet? Also, die erste Zulassung hat es eigentlich bekommen im Rahmen der Parkinson-Therapie, weil es eben für das Nervensystem, gerade das Dopaminsystem, eine ansprechende Wirkung hat und man festgestellt hat, dass die verschiedenen Phänomene, die beim Parkinson-Phänomen vorkommen, sehr positiv beeinflusst werden können. Dann hat es zusätzlich eine Zulassung bekommen in der Schmerztherapie und kann in einem gewissen sehr engen Rahmen eingesetzt werden und verschrieben und verordnet werden. Hat da auch sehr, sehr gute Wirkungen und eigentlich seit dem ersten Tag, seit es zugelassen ist, habe ich für die Patientengruppen das sehr gerne verschrieben, weil es wirklich eine gute Bereicherung ist zu den üblichen Medikamenten. Also es ist echt for real, was ich bisher so sagen kann. Ich weiß nicht, ob man das so das Down nennt oder ob es überhaupt einen Namen hat gerade. Hi. Nein, nach dem High kommt ja wieder ein Down. Guck mal, wie gruselig das aussieht mit dem roten Bremslicht gerade. Yo, ey. Ich sehe aus wie ein Bösewicht. Wie ein Cyborg einfach. Ja, oh, stimmt. Guck mal, links steht Mini. Ah, relativ maxi, das Gebäude. So nicht. Wusstet ihr, dass mein Name rückwärts eigentlich meine Bezeichnung ist? Ah, cool. Volvo rückwärts. Auflauf. Boah, so Auflauf wäre jetzt auch wild. Oh mein Gott, Auflauf. Kennst du Wilsu? Nee. Willst du meine Eier lecken? Ich hab so Hunger, wir haben so viele Sachen geholt. Ich esse jetzt erstmal einen Chip, Sour Cream Pringles.
Ey, der Fox ab, wir drehen, auf einmal macht er nicht mehr seine Tüte auf. Ich hab auch Hunger. Das schmeckt mir schon ultra krass, ne? Dann haben wir auf jeden Fall Abendessen gekocht und ich habe in meinem Rauschzustand wirklich krass gemerkt, wie meine motorischen Fähigkeiten völlig verlangsamt waren. Meine Reaktionszeit war gefühlt einfach nicht vorhanden. Ich habe gekleckert, habe das überhaupt nicht gemerkt. Also es war schon sehr crazy. Scampi mit Pappardelle, nicht Mamardelle. Wow. Ich kann das alles nicht mehr. Wir haben Spinat noch mit drin, Zwiebeln, Scampi. Was ist das für ein Tier? Schon gesagt. Digga. Ich? Nein, das? Das ist ein richtiger Brummer. Wie fällt das Ding? Jo, das ist keine Fliege, das ist irgendwas anderes. Das ist eine Mutte. Eine kleine? Das ist dicke Mutte. Digga, ich esse zum ersten Mal, weil sie unterhalten sich nur über eine Fliege. Schmeckt irgendwie nicht so krass. Ja, Freunde, wir fetzen uns jetzt noch die Pasta um die Ohren und würden danach werde ich noch mal zu euch sprechen, wenn ich so ein bisschen Pudding esse oder Eis esse oder so. Ich werde noch zu euch sprechen wie in so einem Gebet oder so. Ja. Einfach Bibel-TV. Der heilige Luca. Nee, aber wir essen jetzt erstmal und dann sehen wir uns gleich wieder. Oh. Zähneputzen schmeckt auch gleich scheiße. Wie immer. Ja, Freunde. Ich mache jetzt hier den Vorhang zu, leg mich in mein Bettchen und werde jetzt schlafen gehen, weil ich bin schon von dem Gras so ein bisschen müde geworden. Es ist zwar Sativa und nicht Indica. Indica kann man sich so merken, Indica heißt in die Couch. Das heißt, es ist eher so das Chillgras. Oh, das war jetzt für mich. Oh, boah, das ist schön. Oh mein Gott, das ist schön. Oh. Oh wow, das fühlt sich gerade richtig. Das ist bequemer als sonst. Ich gehe jetzt schlafen und. Ja, ich rede morgen, glaube ich, das ist sinnvoller. Oh. Ich muss noch meine Hose ausziehen. Guten Morgen. Seit der letzten Aufnahme, die ihr gerade gesehen habt, wo ich im Bett lag, sind 8 Stunden vergangen. Es ist mittlerweile 9.30 Uhr am nächsten Tag, am nächsten Morgen. Ich fühle mich ein bisschen angefahren. Ich weiß nicht, ob man das Kater nennen kann, aber es fühlt sich für mich ein bisschen an wie so ein Kater, den man hat, wenn man 1-2 Bierchen trinkt am Tag vorher. Die Sache ist, dass ich auch sehr, sehr schlecht geschlafen habe. Also viele Freunde von mir haben immer mir so gesagt, ja, mit Cannabis durch den Konsum kann man voll gut einschlafen, man wird voll entspannt und bla. Bei mir war eher das Gegenteil der Fall. Ich konnte nicht so gut schlafen, ich hatte viele Gedanken in meinem Kopf, hatte einen sehr unruhigen Schlaf. Eventuell lag es daran, dass ich Sativa Cannabis hatte und kein Indica-Cannabis. Kann auch sein, dass ich einfach irgendwie generell gestern eine schlechte Nacht hatte oder so, keine Ahnung. Ich habe geträumt, dass ich mit Joko Winterscheid in der Polizeikontrolle war und dass die Gras bei mir gefunden haben. Das war ganz komisch, hat ein Fiebertraum irgendwie. So oder so wollte ich zum Ende dieses Videos hier heute nochmal klipp und klar darauf hinweisen, dass dieses Video hier nicht dazu dient, den Konsum von Cannabis oder jeglichen anderen Drogen zu verherrlichen oder gar dazu anzuregen. Vielmehr möchte ich meine Reichweite nutzen, um darüber aufzuklären, weil ich glaube, dass ich mit euch, meinen Zuschauern, auch teilweise Leute erreiche, die jetzt gängige Medien eben nicht erreichen. Und mir ist es sehr, sehr wichtig, eben auch das Gefahrenpotenzial von Cannabis aufzudecken und halt das nicht jetzt einfach so zu verharmlosen. Ich weiß, dass diese Legalisierung im Raum steht und dass es vermutlich höchstwahrscheinlich dazu kommen wird. Auch wenn der Besitz allerdings legalisiert werden soll, bleibt der Konsum risikobehaftet. Und darüber müsst ihr euch einfach im... Wie sagt man? Im Klaren sein. Im Klaren sein. Ich bin noch so verpeilt. Ne, ich merke das richtig. Mein Kopf arbeitet irgendwie noch nicht so richtig. Ich merke, dass ich gestern nicht normal meinen Alltag so gelebt habe, sondern ich merke richtig diesen Cannabiskonsum noch. Auch wenn ich jetzt gerade halt nicht mehr high bin. In der Infobox, also unter diesem Video hier in der Beschreibung, findet ihr noch ganz viele Links verlinkt von mir. Ich bin immer noch so. Ich kann gar keine richtigen Sätze zustande bringen irgendwie, keine Ahnung. Da findet ihr auf jeden Fall einige Quellen und Hinweise noch zur Legalisierung, generell zum Konsum, zu Risikofaktoren, zur Suchtprävention. Schaut da auf jeden Fall bitte gerne mal vorbei. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, falls ihr schon mal Erfahrungen mit Cannabis gemacht haben solltet, was ihr eventuell auch einigen Leuten, anderen Leuten, Nicht-Konsumenten mitgeben möchtet, bevor sie das jetzt irgendwie vielleicht mal machen sollten, was weiß ich. Schreibt mir gerne alles unten in die Kommentare. Bleibt gesund, bleibt sportlich, achtet auf euch und jetzt kommt mein klassischer Spruch von immer Josef, wie heißt er? Kein Konsum ist der beste Konsum? Der beste Konsum ist und bleibt kein Konsum. Ah ja, so.
Ich bin transparent mit euch. Also ich weiß, dass die Meinungen da sehr auseinandergehen bei dem ganzen Thema Cannabis. Für mich ist es aber, ganz ehrlich, nichts. Ja, das war's vom Video. Wir sehen uns übermorgen in einem normalen Video wieder. Tschüss.